So, ich nehme direkt zwei mit. Die wir am weitesten wegliegen natürlich. Das wäre der hier, der hat unser Stock und Stein rollt. Und ich denke mal, der hier ist recht häufig. Und wir sehen schon, die Sonne spiegelt sich im Wasser. Das heißt, sie ist gleich unten. Sieht man auch da sehr schön. Das heißt, wir müssen uns beeilen, bevor uns die Kannibalen entdecken. So, ich gehe auch direkt wieder hier hinten in die Ecke. Die ich immer noch als. Boah, die Sonne blendet aber hart hier. So, Survival Book. Shelter. Oh, uns fehlen auch noch zwei Sticks. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße. Ich esse nochmal einen Snack, bevor wir uns gleich ein Lagerfeuer bauen. Yep. Ich werde dann auch nur ein vorübergehendes Lagerfeuer bauen, das heißt dieses kleinere Lagerfeuer da, was man nicht wieder anzünden kann. Ups. Damit wir nicht allzu lange einen Feuerschein verbreiten, durch den man uns entdecken könnte. Und boah, ich sehe schon wieder richtig schlecht. Hier sieht man einfach gar nichts. Die Nacht ist einfach kacke. Man müsste sich, glaube ich, hier so eine Festung aufbauen und dann einfach ausleuchten. Ist natürlich nicht so simpel, das Ganze. Und ich habe schon die Ureinwohner gehört jetzt hier. Sie haben gerade kommuniziert mit ihrem komischen Vogelschrei-Dingens da. Und ich sehe die Bauern schon mal richtig schlecht. Da sind zwei Stück. Das sind jetzt drei sogar. Drei, da ist auch noch einer. Flupp. Mitnehmen. Und. Na, komm. Mitnehmen. So. Und rot leuchtet die Sonne im Abend. Den Abendrot. Ein kleines bisschen rot doppelt gemoppelt. Wow. Ja, es ist dunkel. Ich sehe minderwertig. Orientiere mich gerade mehr oder weniger an dem gelben Hammer, der anzeigt, wo unser Shelter ist. Aber der Himmel ist immer noch wunderschön. So, zwei Baumstämme fehlen uns noch und zwei Sticks. Sticks brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr, damit wir unser Feuer zusammenkriegen. Und ich bin gespannt, wann die ersten Kannibalen uns entdecken. Aber hier ist gerade nicht gerade vorsichtig rumrennen. So, ein Stick. Noch ein Stick. Na, dann genommen. Ja. Zwei Sticks von zwei haben wir aufgesammelt. Oha. Warum habe ich es rausgefordert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Den habe ich aber auch noch nicht gehört, du. Der geht aber auch nur hinter uns her. Scheiße. Lass mal einen Snack essen. Und wird uns fett kalt. Ich verstecke mich jetzt erstmal hier hinter dem Felsen. Hier liegt schon ein Hai rum. Gucken, wo der jetzt hinläuft. Oh, ich muss noch ein bisschen essen, damit ich jetzt hier erstmal meine ganzen Snacks hier. Und ich bin gespannt, dass wir gerade hinsetzen, wo der jetzt hinläuft. Also er kommt, glaube ich, auf jeden Fall näher. Aber sofern der uns hier nicht sieht, wird er wohl hoffentlich vorbeilaufen. Das Problem ist natürlich jetzt, wenn die KI so schlau ist und sich merkt, dass wir hier sind, dass sie ihn wiederkommen. Und ich habe noch kein Feuer. Hinter unseren Kollegen geht den Strand weiter entlang. Aber der ist auch allein unterwegs, das ist ein bisschen komisch. Und der bleibt stehen. Okay, jetzt geht er weiter. Hat er uns das gesehen oder nicht? Bitte nicht. Der kommt näher, das gefällt mir nicht. Ich verstecke mich hinter den Felsen hier. So. Wie nah der ist. Ist nicht gut. Ich glaube, ich schwimme einfach hier weiter hinaus. Weil, soweit ich weiß, können die immer noch nicht schwimmen. Oh, das ist ein Hai. Seht ihr den? Die Rückenflosse hat man gerade kurz gesehen.
Und wir rutschen natürlich hier wieder runter, mehrfach. Wo ist jetzt unser Freund? Natürlich jetzt. Das ist eine Möwe. Wo ist der hin? Oh, hier kann man durchglitschen. Ich sehe den nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass er uns nicht sieht. Na, tauch doch auf. Tauch auf, Junge. Da ist er. Fuck, 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 fuck. Und ich denke, wir werden langsam. Oh, da ist ein Hai. Die sind aber sehr nah. Geh doch da hoch. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rüber. Shit. Ich habe, glaube ich, zu früh gelobt, dass wir keine Einwohner gesehen haben. Das fällt mir zum Opfer, aber ich glaube, der rennt weg. Schade, dass man hier nicht irgendwie Ferngläser finden kann oder so. Dann könnte man ein bisschen reinzoomen. Ich glaube, der beobachtet uns immer noch. Der kommt näher, oder? Wie kann er uns denn hier bitte sehen? Wie ist es stockdunkel? Bestimmt irgendwelche mutierten Augen, ey. Und ja, Kollege kommt näher. Er geht natürlich jetzt ins Wasser, ne? Klar. Ja, Freunde, ich denke mal, es wird jetzt schon wieder vorbei sein. Das heißt, wenn die Baumstämme fallen. Jetzt rennt er weg. Nein, doch nicht. Bleib da stehen. Ja, mein Kumpel. Wer von uns hält das hier wohl am längsten aus, hier stehen bleiben? Der haut auch nicht wieder ab, meine Güte. Ich bin kurz davor, mich einfach dem entgegenzustellen jetzt, damit wir unsere Ruhe kriegen. Aber ich weiß nicht, ob der so Special Tricks kann. Ich meine, wir haben jetzt volle Armor hier, aber trotzdem. Oh. Und Kollege ist direkt vor uns. Und ich krieg Gänsepelle. Ich glaube, ich battle jetzt einfach gegen den. Problem ist, hier kann ich nicht schwimmen. So, jetzt kann ich stehen. Komm her. Komm her. Komm her. Der will nicht. Dann laufe ich einfach weg, wenn der nicht will. KI ist wohl doch nicht so schlau, wie sie sich gibt. Der bleibt einfach im Wasser stehen. Medizin auch sein, wenn hier zwischendurch. Wupp. Stock und Stein springen, kennen wir ja schon. Was ist das hier? Ach, das ist nur schwarz hier. Oh, what the fuck? Hä? Was war das denn jetzt? Ist das eine Höhle? Use L for Leiter. Gut, ich sehe unseren Kollegen jetzt auch nicht mehr. Wir bekommen echt Hunger. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit das Geräusch von fallenden Baumstämmen. Gesundheit geben die wohl. Ja, wie gesagt, ich sehe unseren Freund nicht mehr. Und da hinten war noch einer. Und sieht das Licht. Kacke, ich habe aber schon so richtig einen Scheißbord. Ich sterbe doch gleich schon wieder. Aber der ist weg. Der ist weg. Oh, Kacke. Aber dass ich da gerade Haie gesehen habe, macht mir so ein bisschen Hoffnung. Weil die Haie sollen wohl darum schwimmen, wo die Yacht ist. Das heißt, vielleicht ist die einfach durch einen Graphic-Bug da versteckt. Das würde auch meinen, ich werde einfach dahin schwimmen gleich. Wenn es hoffentlich mal Tag wird. Weil unser Schalter werden wir erstmal nicht fertig kriegen hier. Dafür bauen wir uns gleich ein Lagerfeuer und essen erstmal was. Weil sonst sieht es dünner aus mit uns. Richtig dünner. Na, geht ja was. So. Ja, wir bauen wieder unser wassergekühltes
Lagerfeuer. Das wird auch sehr knapp jetzt. Kalt ist uns auch noch. Nehmen wir das jetzt hier. 15 Steine bräuchte man dafür. 15 braucht man auch wieder auch nicht. Egal. Ja, sehr schön, Wasser gekühlt. So, Karnickel. Braten. Das ist draufgepackt? Ich sehe das Karnickel gar nicht. Doch, das ist drauf. Okay, unser Mutantenfreund, Kannibalen, schrecklich Mutant, was auch immer, ist dem Ganzen hier wohl entflohen. Das stört mich recht wenig. Aber ich denke mal, dass sie sich trotzdem unseren Spot hier gemeldet haben. Und ich versuche es mal. Während hier unser Kaninchen. Erstmal warte ich bis das Kaninchen, dass ich das essen kann. So, jetzt kann ich es essen. Okay, werde ich jetzt mal gucken, was ich hier so craften kann. Coins. Also Geld kann man schon mal zum Craften mal nutzen. Die Medizin kann man nur essen. To stock fires. Und wie? Egal. Feuerzeug, Taschenlampe, unser Stab hier, unser Survival-Buch. War das nicht letztes Mal blau? Na, keine Ahnung. So. Booze. Was ist Booze? Ist das Alkohol? Sieht aus wie Alkohol, ne? Und das hier ist was? Okay. Na, eigentlich wüsste man doch aus dem Stein und einen Stick. Ha! Eine Axt bauen. Bam! Wir haben das erste Mal was gecraftet. Boah, ich bin stolz auf mich. Das hat so gut funktioniert, ich probiere das so weiter. Kann man nicht lesen, was das ist. Ich tue es mal in die Mitte. Ne, kann man nicht. Circuit, keine Ahnung. Sieht aus wie Elektroteile. Kann man die mit irgendwo craften? Mit Geld nicht. Ach, mit Cloth hier nicht. Vielleicht mit. Ne? Kann man auch irgendwie kombinieren, irgendwie. Sachen. Pulver mit Geld. Auch nicht. Geld, Alkohol und das ja. Was soll das jetzt sein? Explosiv, ist das jetzt C4 oder was? Lol. Ja, ich glaube, wir haben uns gerade erstmal C4 gebastelt. Ne, was war das jetzt? Das hier, ne? Freut mich. Kann man das nochmal irgendwo anders mit? Also, das scheint hier wohl irgendwie so ein Key zu sein, womit man kombinieren kann. Ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Ein Stick jetzt schon mal nicht. Ach, hiermit geht's auch. Was ist das jetzt? Ein Molotow-Cocktail. Okay. Gefällt mir. Okay, wir können also jetzt schon mal Waffen craften hier, während die Nacht ist. Aber ich würde gerne wissen, ob es noch mehr Alternativen gibt. Eigentlich müsste man doch eine Fackel bauen können aus dem Stock. Tuch. Dann macht er bestimmt hier. Ja, der Molotow-Cocktail. Okay, also das geht nicht. Das hätte mich aber sehr interessiert, ob das gehen würde. Kann man da vielleicht damit irgendwie was machen? Dann zeigt das wieder den Molotow-Cocktail an, okay. Okay, also das wird erstmal. Wow! Holy fucking shit! Erstmal ein Vogel auf unserer Hand gelandet. Oh mein Gott! Fast einen Herzinfarkt bekommen. Uns fehlen noch zwei Baumstämme. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt. Ich werfe mich jetzt einfach raus. Man weiß ja nie. Ich habe jetzt auch lange keinen mehr gehört hier. Das Einzige, was uns entgegenkommt, ist eben der Vogel, der einfach mal auf unserer Hand gelandet ist. Ich glaube, so langsam geht die Sonne gleich auf. Hier glitzert schon alles. Das wäre natürlich cool. Aber ich will erstmal jetzt unsere zwei Baumstämme hier organisieren. Und da hinten rennt einer. Oh fuck. Hat er uns jetzt gesehen? Oh, der sprintet aber hier los, ey. Hat er mich jetzt gesehen? Oh mein Gott. Ich habe jetzt auch noch einen Lichtschein erkannt. Oh ja, der hat es gesehen. Fuck.
Drei Stück. Ist aber nicht besonders fair, meine Freunde. Das scheint es schon wieder gewesen zu sein für uns jetzt. Ich weiß nicht, wie wir aus dieser Lage jetzt rausgekommen sind. Ich meine, gut, wir haben den anderen gerade auch abgehangen, aber. Mein Gott, das sind vier Stück. Wie soll ich denn gegen vier Stück kämpfen? Ja, eins gegen eins, meine Freunde, nicht vier gegen eins. Ihr seid echt unfair. So, wir sehen schon, unser Saft geht langsam aus. Das heißt, wir können gleich nicht mehr sprinten. Und oh Gott, bin ich doof. Hier ist auch diese Höhle, ne? Okay, komm her. Du bist alleine. Dich kriege ich down, mein Freund. Dich kriege ich down. Jawoll. Okay, deine Kollegen haben dich im Stich gelassen, deswegen bist du jetzt gestorben. Ja. Wunderbar. Ha, und unten rechts sieht man, der Lukas Weltmeister spielt jetzt ein Spiel. Ja, wir sind gestern Weltmeister geworden. Wer sich jetzt wundert, warum ich so eine riesen Zeitspanne gelassen habe zwischen den Aufnahmen, das liegt einfach daran, dass ich zwar aufgenommen hatte vor dem Wochenende noch, aber diese Aufnahmen sind einfach vernichtet worden. Ich weiß nicht warum. Es war eine riesen Session. Und dann habe ich heute versucht, das Ganze zu laden wieder. Ja, hat nicht funktioniert, ne? Hier sind Beeren drin, sind die gut? Nein, ach scheiße, ich habe zwei gegessen. Gut, wir haben auch Rüstung jetzt verloren, ich weiß nicht warum. Aber das Gute ist, die Kannibalen haben abgelassen von uns. Wir haben uns einen geschlachtet. Die restlichen vier, das sind vier. Ne, drei, doch vier. Ziehen ab. In einem Exempel haben wir jetzt statuiert. Das ist wunderbar. Kommen die jetzt wieder zurück? Oder laufen die weg? Okay, der eine da hinten bleibt stehen. Ich glaube, der hat mich gesehen. Und wir haben jetzt auch gemerkt, eins gegen eins können wir es sehr wohl mit denen aufnehmen. Ich trinke jetzt erstmal was. Hau da ab, Mann. Der bleibt einfach stehen. Macht mir Sorgen. Ich bewege mich jetzt einfach um zu gucken, ob der jetzt mich sieht oder ob der da einfach. Oh Gott. Die kommen wieder zurück. Ey, das ist doch nicht wahr jetzt. Ich renne wieder weg. Das schon wieder eine sehr langweilige Folge. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Folge wir sind, wie lange ich hier schon wieder spiele. Halbe Stunde wird es bestimmt sein. Oh, hier kann ich essen.